Hallo, lieber Zuschauer. Hallo, liebe Zuschauerin. Willkommen zur Sendung 418. Magazin der Nichtarbeit. Es folgt die Übersicht. Als erstes sehen wir. Ja, ich bringe euch einen kleinen Bericht zur alljährlichen Rosa-Luxemburg-Demo. Als zweites dann. Ich war auf der Occupy 15J-Demo in Berlin. Als drittes folgt. Als drittes folgt die Occupy-Party vom ERW. Und zu guter Letzt noch eine kleine Talkrunde. Und das war die Übersicht. Ja, am Sonntag war wie jedes Jahr die Rosa-Luxemburg-Demo in Berlin von Friedrichshain nach Lichtenberg zum Ehrenfriedhof. Und vorab noch was anderes. So, da fangen wir erstmal an. Rolf, du warst da. Genau, also eigentlich die alljährliche Demo ging eigentlich vom Frankfurter Tor. Ich habe so eigentlich den Anfang verpasst und habe den erst ab Lichtenberg gefilmt, war aber trotzdem interessant. Es sollen irgendwie wohl 10.000 Leute gewesen sein. Es ging ja dann, wie gesagt, durch Lichtenberg zur Ehrengedenkstätte der Sozialisten und Friedrichsfelde. Dann, ja, das übliche Prozedere, also Nägen wurden abgelegt an den Gedenkstätten und Kränze und es defilierten sozusagen die Leute an der Gedenkstätte vorbei, ringsherum. Was ich sehen konnte, war eigentlich nebenher so ein, es gab so kleineres Gerangel. Ich wusste jetzt nicht, ob das mit der Polizei oder so war. Ich habe jetzt später in Medien erfahren, dass da wohl offensichtlich Marxisten sich mit Anti-Stalinisten wohl gerangelt hätten. Warum, weiß ich nicht. Gut, kleine Anekdote nebenher. Ich glaube, das sind immer. Ja, aber das war nicht das Einzige. Es gab schon vormittags um 9 eine Gedenkveranstaltung mit der Linken. Wo Politprominenz der Linken sozusagen auch Grenze abgelegt hat und gedacht hat, den ermordeten Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht. Also hat die Linke extra Veranstaltung gemacht und die Kommunisten nochmal extra? Ja, genau, extra. Und es gab abends um 18 Uhr noch eine Kranzniederlegung. Ich habe da was davon gehört. Eine Kranzniederlegung gab es noch am Landwehrkanal, an der Gedenkstätte für Rosa Luxemburg, im Tiergarten gab es auch noch was. Ich habe davon gehört, Programm. Dass die Linken keine Kommunisten sind, haben sich extra distanziert in die Medien. Mhm. Und scheinbar deshalb eine eigene Demo gemacht. Ja, wahrscheinlich, genau. Und du hast was erzählt vom Marx-Engels-Denkmal, soll wieder ausgegraben werden, aufgestellt werden? Nee, ich hatte halt gelesen, in der Zeitung haben sie gelesen, sozusagen, dass ein CDUler gefordert hat, man möge doch diese beiden Figuren, Marx Engels, also die jetzt im Marx-Engels-Forum stehen, zur Gedenkstätte in Friedrichshelle sozusagen zu transportieren, weil sozusagen denn da so eine Art Sozialisten-Zoo Streichelzoo entstehen soll, sozusagen so. Eine Attraktion. Genau, Sozialistenattraktion. Für mehr Touristen und so weiter. Genau, ja, weiß richtig. Ich, ja. Ich meine, das ist sowieso schon geplant, so was Ähnliches. Der Lenin, der mal am Platz der Nation stand, soll auch wieder ausgegraben werden. Jetzt 2012 soll es in Spandau ein großes Freilichtmuseum geben, wo diese ganzen riesigen Statuen, kommunistische Statuen, zur Show gestellt werden und Touristen anlocken sollen. Hat leider Berlin damals aus dem Wahn alles vergraben. Der Lenin liegt, glaube ich, in den Müggelberge begraben, in irgendeinem Sand. Hügel. Und es ist eigentlich schon schade, dass sie damals so entschieden haben, weil es hätte schon mehr Touristen angelockt, weil die kamen ja gerade und wollten den Osten sehen und da war er nicht mehr da. Aber jetzt ein Beitrag. Ja, Band ab. Ich bin vom Berliner Bündnismontagsdemo. Es gab mal eine Zeit, als ich an den Kapitalismus geglaubt habe oder vielleicht auch einer seiner größten Fans war. Natürlich wusste ich als Jugendlicher schon, dass die bösen Kapitalisten mir niemals nur annähernd so viel Geld für meine Arbeitskraft gegeben haben, wie sie wert war. Aber das hat mich nicht gestört, weil man damals die Möglichkeit hatte, mit geringem Arbeitsaufwand ein sorgenfreies Leben mit allem möglichen Luxus zu führen. Natürlich gab es damals schon Verrückte, die jedes Wochenende durchgearbeitet haben und früher an einem Herzinfarkt verhindert sind. Früher musste man bei diesen Verrückten nicht mitmachen. Heute wird das von einem, wie selbstverständlich von einem verlangt. Seitdem sich Gerhard Schröder mit dem kriminellen Peter Hartz seine Agenda 2010-Gesetze schrieben ließ und mit dem Verräter Joschka Fischer ein Gesetz umgesetzt hat,
gehen die meisten Arbeiter nur noch für ein geringes Trinkgeld arbeiten. Zu diesem Zeitpunkt hat die Regierung behauptet, dass mit der Agenda 2010 die Arbeitslosigkeit und die Staatsverschuldung bis zum Jahr 2010 um die Hälfte verringern lassen würde. In Wahrheit wurden die Arbeitslosen und Arbeiter mit diesem Gesetz bekämpft, damit Großaktionäre, Banker und Spekulanten riesige Gewinne einfahren konnten. Frau Merkel hat diese Politik noch verstärkt und plant mit der Einführung der Bürgerarbeit, dass zukünftig alle Arbeitslosen mit Hilfe der sogenannten Bürgerarbeit Zwangsarbeit für ein paar superreiche Schmarotzer leisten müssen. Das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Das ist die wahre Diktatur des Kapitals. Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg haben sich für Demokratie und Rechte der Arbeiter eingesetzt und sind dafür gestorben. Jeder Arbeiter, der heute rücksichtslos für einen Hungerlohn vom Unternehmer sich ausbeuten lässt und sich dagegen nicht wehrt, hat meiner Meinung nach das Andenken von Karl und Rosa verraten. Beim Berliner Bündnis Montagsdemo, wo völlig unterschiedliche Leute mitmachen, wie zum Beispiel Anhänger der sozialen Marktwirtschaft, Sozialisten, Marxisten und so weiter, habe ich gelernt, wie wichtig es ist, dass sich jeder Einzelne von uns gegen Unterdrückung durch die Wirtschaft und Politik wehrt. Deshalb treffe ich mich seit 8 Jahren jeden Montag 18 Uhr am Alexanderplatz an der Weltzeituhr, um mit meinen Freunden von der Montagsdemo für eine Politik zu kämpfen, wo der Mensch und nicht der Profit im Mittelpunkt steht. Danke! Wacht auf, verdammte dieser Erde, die stets mal noch zum Hunger zwingt. Das Recht wie Glut im Krater Erde, nun mit Macht zum Durchbruch dringt. Einen Tisch macht er in den Bedrängern, er des Sklaven wachen auf. Ein Nichts zu sein, macht es nicht länger, alles zu werden strömt zu auf. Volker hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Ich
und persönlich auch meinen Genossen neben mir wurden öfters von Faschisten überfallen, auch brutalst angegriffen und zusammengeschlagen. Es waren mehrere Sachen, die auch gesagt wurden, zum Beispiel auf der Rebellseite, wo auch solidarische Grüße kamen. Und wir finden das einfach mal eine Frechheit, wie auch mit uns behandelt wurde und vor allem auch wie die Polizei mit uns umgegangen ist. Also wir waren ja bei mehreren Fällen bei der Polizei gewesen und als ich zum Beispiel auch vor einer Demo in Reform, also in Stadtteil von Magdeburg, angegriffen worden, stand der Staatsschutz bei mir vor der Haustür und hat gefragt, ja, wo waren Sie denn? Da und dort, waren Sie denn bei der MLPD-Kundgebung, waren Sie denn da gewesen und etc. Sie wohnen aber als Kommunist komisch in einem großen Haus. Da war ich halt bei dieser Sache gewesen, wo die mich als Zeugen eingeladen haben und da saßen zwei vom Staatsschutz neben mich und haben mich da aufs Übelste ausgefragt, haben versucht, die Faschisten wirklich mit allen Methoden zu schützen. Sie sagt, ja, woher wissen Sie denn wissen, dass das Faschisten sind? Wie wollen Sie denn das dann wissen? Und so, haben Sie denn überhaupt Beweise? Und dann habe ich gesagt, okay, da gibt es vielleicht habe ich eine Meinung, dass das welche sein könnten, wo ich wüsste, dass sie sind. Dann haben sie gesagt, ja, wo wollen Sie das denn wissen? Und wenn Sie das jetzt sagen, könnte es auch eine Falschaussage sein. Also ich habe mich komplett kriminalisiert, habe mich versucht, zwischen und griechischen Dönerladenbesitzer gefragt, wer könnte denn das sein? Und sie vermuten, es wären aus welche aus der rechten Szene. Und die anderen sagen, die Polizei sagt, nein, das können keine aus der rechten Szene gewesen sein. Ich glaube, das waren eher aus dem Mafia-Bereich und so. Da finde ich es einfach eine Frechheit, dass einfach andere Migranten angegriffen werden und die Faschisten geschützt werden. Und ich bin persönlich für die sofortige Auflösung des Verfassungsschutzes, denn das ist eine terroristische Organisation hier in Deutschland und für das Verbot aller faschistischen Organisationen. Das machen wir alle zusammen. Ayata, Ayata, Antifaschista! Ayata, Ayata, Antifaschista! Ja, hallo Volker, du warst auf einer gewissen Demo am Sonntag vom Alex zum Bundeskanzleramt. Und um was ging's da denn? Was war denn da Interessantes? Das war die 15J Occupy-Demo in Berlin. Wieder eine globale Geschichte, wo überall auf der Welt in verschiedenen Städten alle Occupy-Demos gemacht haben. Occupy-Bewegung dürfte ja jedem schon bekannt sein. Und ich war in der Berlin, die ging am Nettenbrunnen los mit offenem Mikrofon. Gab es viele Leute, die was zu sagen hatten. Unter anderem waren eine Gruppe syrischer Kurden da, die zu Wort kamen, die noch mitmarschiert sind. Es ging dann über unter den Lindner zum Bundeskanzleramt. Und auch dort wurde wieder ein offenes Mikro gemacht. Und dann ging es noch weiter zum Bundespressestand, der am 9. Januar geräumt wurde. Ja, und jetzt noch einmal Bilder davon. Das Zusammenarbeiten ist jetzt angesagt. Der Planet muss gesünder werden. Wir können so nicht weiter. Und deswegen lass uns das Wort zusammen im Kopf und im Herzen behalten. Es ist weltweit oder global in jedem Sinne. Also, ich wünsche euch allen viel Sonne im Herzen und auch heute. Danke. Hallo Berlin, ich bin Syrer, ich komme aus Syrien, kurdischer Syrer. Ich und mein Volk und ich demonstrieren seit Februar 2011 gegen das Assad-Regime. Das Assad-Regime, was sein eigenes Volk mit Waffen, mit Panzern, mit scharfer Munition angreift. Das ist menschenunwürdig. Mein Volk und ich wollen nur Freiheit. Wir wollen freie Wahlen. Wir wollen normal leben, wie die Deutschen auch hier normal leben. Wir wollen Demokratie. Wir bitten um eure Unterstützung. Danke und viel Spaß euch. Ihr habt es gehört, die Syrer haben Wünsche, wir unterstützen sie und möglicherweise gehen die Botschaften, die wir hier nach außen tragen,
weit in die Öffentlichkeit und erwirken dort ihr Ziel eher als womöglich vor Ort. Wir wollen spenden, werdet aktiv, steht auf und verschlafen euren Teil. Werdet spenden. Viel Armut, aber viel Reichtum ist trotzdem vorhanden. We in New York and around the United States have gathered to say enough of the devastation of our planet, enough of the devastation of capitalism. Und uns gemeinsam die Produktionsmittel wiederholen, sie gemeinsam demokratisch verwalten und die Kapitalistinnen enteignen. Und dazu möchte ich noch sagen, ein lieben Gruß an die syrischen Solidaritätsaktivistinnen da hinten. Ich finde es super, dass wir hier internationale Solidarität zeigen. Und ich will auch so meine Solidarität bekunden mit Syrien, mit Ägypten. Aber ich möchte auch sagen, es reicht nicht, den Diktator zu stürzen. Es reicht nicht, einfach nur Assad zu stürzen. Denn das Problem ist nicht Assad. Das Problem ist der Imperialismus, der dafür sorgt, dass Assad an der Macht bleibt. Das Problem ist der Imperialismus, der dem Hosni Mubarak in Ägypten gedient hat. Und das Problem ist der Imperialismus, dem auch die jetzige Regierung in Ägypten hörig ist. An alle Occupy-Anhänger, euer Diktator ist der Kapitalismus. Ihr habt auch einen Diktator bei euch. Und es ist der Kapitalismus. Lasst uns eure Stimmen hören. Lasst uns unsere Stimmen vereinen. Offene Mikrobeiträge.
Es geht dann gleich weiter. Ich wollte noch sagen, Occupy, Akampada, echte Demokratie, jetzt wie auch immer, breitet sich ja seit einigen Wochen und Monaten hier in der Stadt aus. Diese Demonstration ist ein Teil von verschiedenen Aktivitäten, an denen man mitmachen kann. Es kursieren hier auch Flyer, die hinweisen auf Stadtteilassembleen. Und verschiedene Möglichkeiten teilzunehmen. Nehmt das bitte wahr, werde Teil des Ganzen, weil das alles sind nur Schlagwörter. Es geht darum, dass wir es einfach alle machen. Ja, nach der Occupy-Demo gab es ja noch eine Occupy-Party im RAW-Tempel. Du weißt Näheres darüber? Ja, Andi war da gewesen und hat mit Heiner die After-Demo-Party im RAW begleitet. Und zum Beispiel die Band Rebentisch mit ihrer Single-Album Empathie ist aufgetreten. Und davon sehen wir jetzt die Bilder. Band ab. Zusammen sind wir Rebentisch. Wie seid ihr zu Schaumsteig gekommen? Durch einen Musikerkollegen, den liebenswerten Daniel Coletti. Durch den haben wir den Heiner Bücker kennengelernt und sein lobenswertes Koop-Café. Und ja, eigentlich sind wir ganz frisch dabei, so seit einer Woche. Unterstützen wir mit Soundstrike und Berlin gegen Krieg. Und ich finde, was Besseres konnte uns gar nicht passieren, weil das auch unseren Texten entspricht, unser Auftreten und unseren Werten und das, was wir fürs Leben wichtig finden. Und Berlin gegen Krieg und Soundstrike vermittelt genau das. Also ich denke, da fühlen wir uns wohl. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Wir glauben wirklich für ewig, ein offener Streit in der Welt.
Ja, hallo Volker. Was gibt's Neues von unserem lieben Bundespräsidenten Wolf? Ja, da gibt's schon was Neues und das ist jetzt mittlerweile schon mehr als 4 Wochen her. Dieses Wolf-Bashing in den Medien, wo die ganzen Sachen aufgeklärt werden, was sie alles für Untaten gemacht hat. Und jetzt, nach über 4 Wochen, ist die Quote endlich so weit in der Bevölkerung, dass 50-50% sagen, wir wollen den Wolf weghaben, wir wollen den Wolf bleiben. Das hat ja schon einiges zu sagen, oder? Nach 4 Wochen haben sie es nicht geschafft, die Bevölkerung zu überzeugen, dass Wolf weg muss. Jo, das zu dem einen. Und dann ja, gibt es ja noch ziemlich viele Konflikte gerade irgendwie weltweit, wie zum Beispiel auch in Syrien. Und Volker, darüber hast du dich auch ein bisschen informiert. Was ist da jetzt gerade so los? Ihr habt ein bisschen in anderen Medien außerhalb von Deutschland oder auch Untergrundmedien ein bisschen gelesen. Und wir werden da ziemlich ein bisschen belogen teilweise oder wenn uns Informationen werden uns vorenthalten, was in Syrien eigentlich los ist. Das heißt immer von friedlichen Demonstranten, die erschossen werden. Und da fragt man sich ja, aber die müssen ja auch irgendwie mal die Soldaten reizen, dass sie zurückschießen oder warum werden die erschossen. Und dass es mittlerweile aber auch 1500 tote Soldaten geben soll auf syrischer Seite, davon lesen wir gar nichts. Und dass sich schon 20.000 Soldaten von der Armee losgelöst haben und eine eigene Miliz, eine freie syrische Armee gegründet haben mit 20.000 Mann und auch zurückschießen, davon hören wir auch nichts. Und wovon wir eigentlich gar nichts wissen dürfen, dass die NATO mittlerweile da auch mitmischt und Milizen reinschickt. Söldner gab es ja schon immer, davon wissen die wenigsten was, dass es auch selbst in der Bundeswehr Soldaten gibt, die in ihrem Urlaub Söldner spielen und sich dann fettes Zubrot verdienen, davon wissen wir auch nichts. Ja, und das ist halt eigentlich eine sehr, sehr schwierige Situation da unten. Und nicht nur, dass sie jetzt die westlichen Mächte versuchen, den Staat zu zermürben, auch mit Waffengewalt, sondern dass es allgemein da unten sehr schwierig ist. Ich meine, der Assad, sind viele der Meinung, ist ein Diktator, er soll weg. Obwohl er eigentlich immer dafür gegolten hat, dass er ein Reformator ist in dem Gebiet da unten, ist er nun gar nicht mehr. Jetzt ist er der böse Schurke. Na, brauchen wir nicht vielleicht gerade mal wieder einen neuen Schurkenstaat? Ja, so wie Libyen. Wahrscheinlich wird es so laufen wie in Libyen, aber leider ist Syrien nicht Libyen. Syrien ist viel schwieriger, denn hinter Syrien steht Russland, China und der Iran. Und den anzugreifen und die drei Mächte nicht hinter sich zu haben, sondern vor sich zu haben, darauf lässt sich auch die NATO nicht ein. Und versucht halt durch andere Mittel den Staat zu zermürben, dass er von alleine zerfällt. Und das sind halt Informationen, die uns vorenthalten werden. Ist ja interessant, was uns so alles so vorenthalten wird. Und damit zum nächsten Beitrag. Das war die Sendung 418. Und wir hoffen, dir hat sie gefallen. Schau auch beim nächsten Mal wieder rein. Und dir eine schöne Woche. Tschüss.